Gestern Abend in einem Regionalzug bei Würzburg. Der Amoklauf eines jungen Asylbewerbers erschütterte die ganze Republik. Was muss da passiert sein, dass der Flüchtling komplett durchdrehte? Ein Professor aus Regensburg, der sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigte, warnt vor den psychischen Belastungen und Traumatisierungen, die kriegsgeschädigte Menschen aus ihrer Heimat mitbringen. Man kann die Menschen aus dem Krieg herausbekommen, aber den Krieg nur schwer aus den Menschen. Wer in einer Umgebung von Zerstörung, Gewalt und Tod aufwächst, erleidet psychische Traumata. Kinder sind besonders betroffen. Und sie nehmen diese Traumata als Flüchtlinge mit in die neue Heimat. Professor Thomas Löw hat sich mit diesem Problem wissenschaftlich beschäftigt. Kriegserfahrungen, so sagt er, verändern das Gehirn des Menschen. Die Gefahr ist dann groß, wenn sich jemand zurückzieht, wenn jemand unter schwierigen Bedingungen sich zurechtfinden muss und nur noch die Fantasie und die Hoffnung bleibt. Dann springt bei uns sozusagen als Notfallsystem das Dopaminsystem an, die überwertige Idee, der wahnhafte Gedanke bis hin zum Fanatismus. Nicht jeder Flüchtling mit Kriegserlebnissen wird zum Amokläufer oder Attentäter. Fakt ist jedoch, unbewältigte seelische Verletzungen können dramatische Folgen haben. Für den Betroffenen wie für die Gesellschaft. Mit seinem Projekt Traumahelfer will Löw das Problem im Raum Regensburg anpacken. Dort werden Laien in einem Schnellkurs darauf vorbereitet, den Kindern beim Heilen der seelischen Verletzungen zu helfen. Erste Erfolge mit traumatisierten jugendlichen Flüchtlingen sind bereits erkennbar. Wir haben jetzt die erste Gruppe erfolgreich abgeschlossen und waren sehr zufrieden. Jedes Kind hat einen Traumahelfer an seiner Seite. Die Therapie wird natürlich vom Profi gemacht, aber die Traumahelfer können unmittelbar unterstützen. Also jedes Kind hat Aufmerksamkeit und damit können die auch in der Stunde für sich viel mehr erreichen. Im Krieg wird vieles zerstört, äußerlich wie innerlich. Projekte wie die Traumahelfer in Regensburg werden bisher noch viel zu wenig beachtet und unterstützt. Es ist aber immens wichtig, dass aus kleinen traumatisierten Überlebenden wieder Kinder werden können, die eine Zukunft haben.